Matro Rovo DC. Dieser Geländewagen ist anders als alles, was ihr bisher gesehen habt. Der Rovo DC, früher bekannt als Ziesel, ist eine Entwicklung der österreichischen Firma Matro. Dies ist ein Fahrzeug, das hohe Geländetauglichkeit, Kompaktheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit optimal kombiniert. Der hochfeste Rahmen ist aus nahtlosem Präzisionsstahl gefertigt. Das Fahrzeug ist 147 cm lang, 123 cm breit und 175 cm hoch. Der Rovo DC fährt in einem Winkel von bis zu 30 Grad bergauf und bergab. Die Raupenfahrwerke mit spezieller Gummibeschichtung sind sowohl für die Fahrt auf der Straße als auch im Gelände geeignet. Im Gelände verteilen sie die Last auf den Boden, wodurch das Fahrzeug keine Gefahr läuft, stecken zu bleiben. Der Fahrer wird mit Vierpunktgurten sicher auf dem Sitz befestigt. Der Rovo DC ist außerdem mit einem Überrollschutz ausgestattet. Der Hersteller bietet zwei Modelle an, Sport und Offroad. Sport erreicht bis zu 30 Stundenkilometer und kann Lasten von 300 Kilogramm tragen. Zwei 4,4 Kilowatt Elektromotoren sorgen für ein Drehmoment von 500 Newtonmetern. Offroad ist besser für Geländefahrten geeignet, kann aber nur Geschwindigkeiten bis zu 20 Stundenkilometer erreichen. Es kann Lasten von 500 Kilogramm befördern. Zwei 7,5 Kilowatt Motoren sorgen für ein Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Lambo Truck. Dieses Projekt wurde von Machinatory, einer kreativen Werkstatt aus St. Petersburg, umgesetzt. Das Team erhielt einen aufwendigen, teuren Auftrag. Sie musste ein einzigartiges Replik des Lamborghini Aventador SVJ bauen. Das Team musste jedoch schon bald feststellen, dass der Kunde das Interesse an dem Projekt verloren hat. Doch die Werkstatt beschloss, das Auto weiterzubauen, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Ein Trophäenfahrzeug, dessen Umrisse eindeutig an den Aventador SVJ erinnern. Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, um diesen Rumpf zu bauen. Damit war das Auto aber noch nicht fertig. Die Handwerker werden die Optik noch aufpeppen, dann die Matrix entfernen und eine neue, endgültige Karosserie aus Kohlefaser herstellen. Darüber hinaus arbeiten sie jetzt an einem 3D-Projekt, das als Grundlage für die Produktion eines ultra-hochfesten Rahmens dienen soll. Aus diesem Grund ist es noch zu früh, um über die technischen Eigenschaften zu sprechen. Eine interessante Lösung war die Verwendung eines speziellen Mini-Modells. Erst als dieses fertig war, wurde auf seiner Basis ein Full-Size-Auto geschaffen. Mehrere Teile wurden individuell angefertigt. Einige Details wurden mit 3D-Druck erstellt. Dazu gehören zum Beispiel die Griffe der Abdeckplatte auf der Motorhaube, die inneren und oberen Lufteinlässe und vieles mehr. Rally Fighter. Dies ist das erste Auto der Welt, das von Nicht-Profis TV. Dieses Fahrzeug kombiniert Räder und Raupenplattform für eine bessere Geländefähigkeit. Nach Angaben der Entwickler ist TATV das effizienteste, flexibelste und intelligenteste System für Spezialeinsätze beim Militär. Das Fahrzeug kann sich über jedes Gelände bewegen, sowohl mit als auch ohne Fahrer. Der niedrige Schwerpunkt reduziert die Kippgefahr auf null. Die Raupen sind aus Kevlar und Gummi und bieten optimale Traktion für hohe Geschwindigkeiten und Kontrolle über die Straße. Da es keine Bodenfreiheit gibt, überwindet das TATV jedes Hindernis.
Bei Bedarf kann das T-ATV mit einem modularen Minensuchsystem ausgestattet werden. Dank der Fernsteuerung kann er zur unbemannten Minenräumung eingesetzt werden. Außerdem ist er aufgrund der einzigartigen Geländefähigkeit und kompakten Größe ideal für Notfallevakuierungen geeignet. Alternativ kann eine breite Palette von Waffensystemen auf der Plattform montiert werden. Der vordere Böschungswinkel beträgt 43 Grad, der hintere Böschungswinkel 72 Grad. Der Wenderadius beträgt 6 Meter. Der Betriebstemperaturbereich beträgt minus 35 bis 60 Grad Celsius. Es ist ein Rotax 900 Motor mit 130 PS verbaut. Argo Aurora. Die kanadische Firma Argo hat eine Serie von 8 Radgeländewagen vorgestellt. Sie umfasst mehrere Modelle, die jeweils mit beeindruckenden Innovationen überzeugen. Die Reifen erzeugen weniger Geräusche und bieten eine bessere Traktion. Die Beadlock-Felgen reduzieren den Reifendruck, was die Laufruhe um 30% verbessert. Außerdem hat der Hersteller eine APS-Progressivlenkung hinzugefügt. Sie reduziert den Kraftaufwand beim Lenken und erhöht den Lenkbereich um das Vierfache. Der Motor ist ein Hochleistungs-V-Twin-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Bei Wasserkühlung beträgt die Leistung 30 PS und bei Luftkühlung 40 PS. Das Lenkrad ist so positioniert, dass er in der Kabine um 20% mehr freien Raum gibt. Der Boden ist mit Anti-Rutschpads ausgestattet. Ein weiterer Vorteil ist eine spezielle Brandschutzwand, die den Lärm in der Kabine verringert und vor Hitze schützt. Es gibt außerdem eine Winde mit einer Zugkraft von 1588 Kilogramm. Lamborghini LM002. Es gibt kaum Menschen, die noch nie von einem Lamborghini Sportwagen gehört haben. Aber erkennt ihr auch Geländewagen von Lamborghini? Sie sind nicht sehr verbreitet und daher nicht sehr beliebt. Schade eigentlich, denn der Lamborghini LM002 überzeugt nicht nur mit seiner Geländefähigkeit, sondern auch mit seiner hohen Geschwindigkeit von bis zu 190 km/h. Der Motor ist ein 5,2 Liter V12 Motor mit 455 PS. Das Drehmoment beträgt 500 Newtonmeter. Von 0 auf 100 geht es in 4,5 Sekunden. Der Motor ist mit einem Viergang-Schaltgetriebe gekoppelt. Die Aufhängung ist ideal für den Einsatz im Gelände, ebenso wie die Scheibenbremsen. Die Quadratform, große Räder, runde Scheinwerfer, eine Bodenfreiheit von fast 30 cm. Jedes Detail des Fahrzeugs weist auf seine Zugehörigkeit zur Militärwelt hin. Das Innere hingegen ist ganz anders, reich an Leder und Holz. Generell ist der Lamborghini LM002, obwohl er von 1986 bis 1993 hergestellt wurde, immer noch ein sehr beeindruckendes Auto. Es wurden insgesamt 328 Exemplare gebaut. Malamut 300L. Dieser Mini-Geländewagen ist eine Entwicklung aus Russland und ein vielseitiges Fahrzeug, das für die anspruchsvollsten Aufgaben konzipiert wurde. Das Auto bringt einen zu den unzugänglichsten abgelegenen Orten zum Jagen und Fischen. Ein wichtiger Vorteil sind die optionalen Zusatzausstattungen, die es ermöglichen, ein einzigartiges Fahrzeug zusammenzustellen, das für spezifische Bedürfnisse geeignet ist. Die Motorleistung beträgt 15 PS, die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Die maximale befahrbare Steigung beträgt 35 Grad. Die Watttiefe beträgt 30 bis 40 cm. Die Bodenfreiheit beträgt 18 cm. Die Tragfähigkeit beträgt 200 Kilogramm. Aufgrund seiner kompakten Größe kann der Malamut in einem Auto oder mit einem Anhänger transportiert werden. Die vergrößerte Spurbreite reduziert den Bodendruck und erhöht die Geländetauglichkeit. So sehr, dass selbst sumpfiges Gelände kein Problem für den Malamut darstellt. T-Rex KRX 1000. Mit dem neuen T-Rex KRX 1000 des japanischen Herstellers Kawasaki kann man sich ruhig auf ein Abenteuer einlassen und muss keine Angst haben, irgendwo auf dem Weg stecken zu bleiben.
Der Geländewagen wird angetrieben von einem Zweizylinder-Reihenmotor mit einem Drehmoment von 104 Newtonmetern. Der Hubraum beträgt 999 Kubikzentimeter. Das reicht aus, um sowohl felsige Höhen als auch Hochgeschwindigkeitsstrecken zu bewältigen. Der Terex KRX 1000 verfügt über einen hochsteifen Rahmen mit integrierten ROPs. Achtet auf die Räder. Sie sind so weit wie möglich voneinander entfernt. Damit werden eine erhöhte Stabilität und Lenkbarkeit erreicht. Ein weiterer wichtiger Vorteil sind die Fox 2.5 Podium LSC-Stoßdämpfer. Sie werden mit langen Aufhängungshebeln ergänzt, sodass das Fahrzeug den längsten Federweg in seiner Klasse hat. Vorne ist er 482 mm und hinten 533 mm lang. Amphicruiser. Wozu braucht man ein Boot, wenn man direkt mit dem Auto aufs Wasser gleiten kann? Diese Frage müssen sich die Entwickler dieses Amphibienfahrzeugs gestellt haben. Das Modell basiert auf dem Toyota Land Cruiser, einem der zuverlässigsten Geländewagen der Welt. Das Fahrzeug kann mit bis zu 135 km/h an Land und mit bis zu 9 km/h auf dem Wasser fahren. Die Bedienelemente funktionieren in beiden Modi gleich, sodass kein zusätzliches Training erforderlich ist. Die Türen haben eine aufblasbare Abdichtung, um den Innenraum luftig zu halten. Es stehen 4 Motoren zur Auswahl, 2 Dieselmotoren, ein Benzinmotor und sogar ein Elektromotor mit 60 kW Leistung. Der Hersteller ist die niederländische Firma Amphicruiser. Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.